dass du da bist. Und jetzt das Heute-Journal. Ey Leute, was geht? Tanzverbot am Start und so. Und jetzt nehmt erstmal euer Doppelpiece in die Hand, weil dann ist alles gut. Guten Abend. Mahnende Worte des Bundespräsidenten. Damit hatte wohl auch Tanzverbot nicht gerechnet. Denn sollte es auf eine Minderheitsregierung oder gar Neuwahlen hinauslaufen, dann spielt der Bundespräsident eine tragende Rolle. Dazu kommen wir noch. Und Christian Lindner ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Lindner. Ich bin Christian Lindner. Sie haben ja dann recht fix gestern Abend die Mitteilung auch verschickt. Die SPD ist scheiße. Also da haben Sie sich damit jetzt nicht so wahnsinnig viele Freunde gemacht. Ist Ihnen das egal, dass die FDP sich blamiert? Nein, Sie haben mich überzeugt. Herr Lindner, die Logik erschließt sich mir nicht so ganz. Ist es am Ende für Ihnen also lieber, Deutschland wird gar nicht regiert? Guten Abend, Christian Lindner. Guten Abend, Christian. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herr Lindner. Frau Slomka. Okay, dann wählen wir jetzt nochmal die FDP auf. Nein, ich spreche jetzt mit Christian. Auf Wiedersehen, Frau Slomka. Guten Abend. Guten Abend. Christian Lindner ist einfach so cool. Sein Stil und seine Wortwahl sind im selben Maße treffsicher. Ja. Wenn ich wählen dürfte, dann ihn. Das muss Ironie sein. Dich hätte ich ja in der Klasse 9 der Realschule blind zerpflückt. Was bist du für ein Specht? Lindner, du Flachmops. Flachmops. Auch mal was Neues. Hat man auch nicht so oft gehört. Ist nicht so aus dem Bausteinkasten. Also, davor habe ich Respekt. Was bezweckst du damit? Wähler mobilisieren oder doch eher die Lacherrate nach oben schrauben? Ich bitte um Verständnis. Ich habe das Problem, ich verdiene nur 10.000 Euro im Monat. Das ist nun wirklich kein schönes Bild. Ich wünsche mir von der SPD, dass alle diejenigen, die nur 10.000 Euro im Monat verdienen, dass die entschädigt werden. Kann doch gar keine Frage sein. Ist das wirklich deine gesamte Argumentationsstruktur? 5 Fragezeichen. Also irgendwie noch ein bisschen präziser werden, vielleicht, wo genau der Punkt ist. Was tun wir, um die FDP zukunftsfähig aufzustellen? Die Antwort ist: Christian Lindner hat den Wunsch, den Einzelnen stark zu bespitzeln, von einer übermächtigen Staatsie ihn stark zu machen, dadurch, dass wir ihn schützen vor Bildung, durch eine Shitstorm-Kultur, die die freie Meinungsäußerung einschränkt. Also ein 360-Grad-Liberalismus, den haben wir neu entdeckt. Aber Sie müssen doch auch eins erkennen. Die größten Probleme in Deutschland, wo haben wir die? Ich glaube, in Griechenland. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Wo kommen eigentlich die seltenen 5-Minuten-Tarien her, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in Afrika abgebaut werden? Tatsächlich ist es doch so, dass im Fall des... Und was war an dem Gestammel jetzt sehenswert? Ein bisschen auf die Hose machen und abends zurück an... Unser Thema heißt unglaubliche Erlebnisse. Und ich möchte gerne mit euch über solche reden. Zum Beispiel gerne jetzt auch mit Christian. Guten Abend. Hey Christian. Über was reden wir? Ich habe Herrn Seehofer und die Grünen verprügelt. Du benimmst dich also öfter daneben. Zu sagen, dass wir nicht gewarnt haben, kann man nicht. So, das ist wenigstens, da kommt wenigstens ein klein bisschen Emotion raus. Christian. Ja. Ja. Christian ist eine multiple Persönlichkeit. Nein. Nein. So. Auf Wiedersehen. Nein. Also prima. Auf Wiedersehen. Christian. Auf Wiedersehen.